Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. In der heutigen Börsensitzung ziehen sich die Anleger fast schon panikartig zurück. Der Übeltäter für die Flucht aus den heimischen Blue Chips war schnell gefunden. Neben der weiterhin hohen Verunsicherung infolge des immer schärfer werdenden Tons zwischen Russland und dem Westen schlug dem Investoren hierzulande der enttäuschende Ausblick von Adidas auf den Magen. Der Sportartikelhersteller musste seine Gesamtjahresprognose erneut senken. Lange Gesichter gab es aber auch bei der deutschen Kranich Airline. Die Lufthansa-Aktie gab nach schwachen Quartalzahlen ebenfalls deutlich nach. Am morgigen Freitag werden die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli veröffentlicht. Allgemein wird damit gerechnet, dass 225.000 bis 240.000 US-Bürger einen neuen Job gefunden haben. Im Vorfeld dieser Zahlen wurden heute die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekannt gegeben. Demnach haben zuletzt 302.000 einen neuen Antrag auf staatliche Hilfe gestellt. Ein wenig mehr als erwartet. Deutlich unter den Erwartungen lag der Chicagoer Einkaufsmanager-Index. Mit 52,6 Punkten wurde die Marktprognose von 63,0 Zählern verfehlt. Der DAX ist heute auf Tauchstation gegangen. Mit 9.447 Punkten näherte sich der deutsche Leitindex der charttechnischen Unterstützung bei 9.425 Zählern. Ebenfalls auf Talfahrt befindet sich der Euro-US-Dollar. Das Währungspaar notiert aktuell unter der Marke bei 1,34. Der dritte im Bunde der Verlierer ist der Goldpreis, der zuletzt unter das Niveau bei 1.300 US-Dollar gefallen ist. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.